Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr so einen Osterhasen mit Bauchtasche und kuscheligen Nähten nähen könnt. Da könnt ihr dann zum Beispiel so ein paar Schokoladen-Ostereier oder andere österliche Süßigkeiten reinpacken. Und dann könnt ihr das ganz einfach auf dem Frühstückstisch oder auf dem Kaffeetisch dekorieren. Für den Hasen braucht ihr nur ein paar Stoffreste und er ist wirklich ganz schnell genäht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Osterhasen braucht ihr einmal die verschiedenen Schnittmusterteile. Die könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox unter dem Video. Dann braucht ihr einmal Stoff für den Osterhasen, 17 x 50 cm, und ihr braucht einen Stoffrest für die Bauchtasche und für die Ohren, und ihr braucht einmal Vlies, 17 x 25 cm. Zuerst falte ich mir den Stoff einmal zur Hälfte, links auf links, das heißt die beiden rechten Seiten liegen außen, und dann platziere ich meine Schnittmusterteile da drauf, und zwar so, dass ringsherum immer noch mindestens 1 cm Platz ist. Wenn ich die so da drauf gelegt habe, stecke ich die fest und zeichne da einmal mit einem Stift drumherum. Das Aufzeichnen geht besser, wenn man noch nicht das Vlies eingelegt hat. Deshalb habe ich erst aufgezeichnet und jetzt lege ich mein Vlies da rein. Ich habe Baumwoll-Thermovlies hier. Ihr könnt auch Flieseline H650 nehmen zum Beispiel. Und nachdem ich das Vlies eingelegt habe, stecke ich mir das einmal so mit einer Nadel zusammen. Anschließend nehme ich einen kleinen Stoffrest, ungefähr 7 x 7 cm groß, bügel da auf die Rückseite Bondaweb oder Flisofix auf und nehme dann die beiden kleinen Schnittmusterteile für die Ohren, lege die da drauf, male drumrum, schneide aus, entferne das Trägerpapier und dann bügele ich diese beiden kleinen Teilchen hier auf, wo ich hier die Ohren gezeichnet habe. Ich glaube, das kann man in der Kamera nicht so gut sehen, hier die Zeichenlinie, aber hier, wo ihr gezeichnet habt, da dann die kleinen Ohren aufbügeln. Als nächstes bereite ich mir die Bauchtasche vor. Dazu nehme ich meinen Stoffrest, falte den einmal wieder links auf links. Dann habe ich ja hier das Schnittmusterteil von dem Bauch und das muss ich ein bisschen verändern für die Tasche. Und zwar, wenn man hier den Kreis hat von dem Bauch, dann einfach oben so ein kleines Stückchen rausschneiden. So ungefähr 2 cm sind das hier. Einfach oben so ein bisschen abschneiden von dem Kreis. Das Ganze dann hier drauflegen. Auch dass außenrum wieder ein bisschen Platz ist. Drumherum zeichnen. Und nach dem Zeichnen einfach mit einer Nadel zusammenstecken. Und dann nur hier oben die Rundung einmal genau auf dem gezeichneten einmal entlang nähen mit Stichlänge 2,5 und hier am Anfang und am Ende verriegeln. Nachdem ich die Tasche soweit vorbereitet habe, also ein bisschen grob zugeschnitten habe, nähe ich jetzt hier nochmal entlang, wo ich gerade mit dem Geradstich genäht habe, da nähe ich jetzt nochmal mit einem Zickzackstich entlang und zwar stelle ich die Stichbreite auf 5 und die Stichlänge auf 0,5 und nähe dann genau hier über die gemalte Linie nochmal einmal mit einem Zickzackstich drüber. Als nächstes muss die Bauchtasche jetzt hier auf dem Osterhasen festgesteckt werden und zwar möglichst so, dass die jeweiligen gezeichneten Linien hier auf der Tasche und hier von dem Bauch von dem Osterhasen, dass die aufeinandertreffen. Dazu kann man am besten hier auf die gezeichnete Linie eine Nadel einstechen und hier dann auch und dann kann man das ganz gut positionieren, einmal feststecken und jetzt wird das alles zusammengenäht und zwar wird auf der gezeichneten Linie genäht, einmal hier, dann nach hier um die Ohren,
einmal ganz drumrum nähen mit einem ganz normalen Geradstich. Da könnt ihr ruhig Stichlänge 3 nehmen, wenn ihr damit die Rundungen gut schafft, sonst macht ihr bei den Rundungen die Stichlänge ein bisschen kleiner auf 2,5. Aber ansonsten könnt ihr das ruhig mit einem etwas größeren Stich ganz einfach so einmal zusammennähen. Und nachdem ihr das so zusammengenäht habt, wird jetzt noch einmal die gezeichnete Linie ganz drumherum mit einem Zickzackstich nachgenäht. Und zwar dazu wieder die Stichbreite auf 5 Stellen und die Stichlänge auf 0,5. Dann hat man wieder so einen schönen, dichten Zickzackstich wie hier und so einmal drumherum nähen. Ich habe hier noch einen Rest Maschinenstickgarn, den werde ich dazu nehmen. Ihr könnt das aber auch mit ganz normalem Nähgarn machen. Einmal so mit dem Zickzackstich hier drumherum nähen. Ich habe eben noch vergessen zu sagen, hier bei den Ohren, da auch nochmal mit Zickzackstich drumherum nähen. Und man verbraucht viel Garn, also gucken, dass auch die Spule gut befüllt ist. Nachdem das nun soweit genäht ist, kann ich den Hasen ausschneiden. Und zwar ruhig mit einem Zentimeter Stoffzugabe außen einmal ganz drumherum ausschneiden. Und damit der Hase jetzt so richtig schöne Kuschelkanten bekommt, außen den überstehenden Stoff bis zur Zickzacknaht einschneiden. Ich würde mal sagen, ruhig 3 Schnitte auf 1 cm, also das dauert ein bisschen, bis man das fertig hat. Und aufpassen, dass man hier nicht in die Zickzacknaht schneidet. Und jetzt einmal so ganz drumherum den überstehenden Stoff so einschneiden. Nachdem ich hier jetzt rundherum alles so eingeschnitten habe, gehe ich da jetzt so ein bisschen mit den Fingern durch, dass die Nähte bzw. die Nahtzugaben hier alle so ein bisschen buschelig abstehen. Kann man auch gut machen mit einer Babyhaarbürste, wenn man eine hat, aber ich habe gerade keine. Also so ein bisschen die Nähte alle so ein bisschen mit dem Finger auseinanderfriemeln, dass das alles so ein bisschen kuschelig steht. Jetzt braucht der Osterhase noch ein Gesichtchen. Da habe ich hier für die Augen 2 kleine Knöpfe aufgenäht und dann habe ich mir 3 Satinbändchen zurechtgeschnitten, ungefähr 10 cm lang. Die lege ich jetzt hier so rüber. Einmal so gerade und dann nochmal die beiden anderen. Bleiben natürlich jetzt nicht liegen, wie sie sollen. Also nochmal so. Und dann habe ich hier noch so einen Rest Bommelborte. Da schneide ich mir so eine kleine Bommel ab und nähe das Ganze dann mit der Hand hier so mittig auf. Wenn man möchte, kann man dann den Osterhasen noch ein bisschen verzieren. Ich habe jetzt hier einfach so eine Schleife aufgenäht und eine Rose. Und wenn man das Ganze nicht nähen möchte, kann man das bestimmt auch mit Heißkleber ankleben. Aber ich habe die einzelnen Teile jetzt alle aufgenäht. Und wenn der Hase dann soweit fertig ist, dann kann man da zum Beispiel so kleine Ostereier einfüllen und kann das dann so Ostern zum Frühstück oder zum Kaffee so ein bisschen auf dem Ostertisch, auf dem Teller oder neben dem Teller dekorieren. Ich hoffe, meine Nähidee hat euch gefallen und wenn ihr den Osterhasen nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!